Hallihallo und guten Abend. Willkommen zu Starfield. Ja, ich bin heiß wie Frittenfett aktuell, muss weiterspielen. Keine Wahl. Ich hatte vor, jetzt so ein paar Nebenquests zu machen. Will mir ein neues Schiff kaufen. Brauch Geld. Und muss auch vielleicht ein bisschen rumrennen, damit mein Skill sich da etwas verbessert. Und deshalb dachte ich mir, komm her, wir nutzen das irgendwie aus und machen da Dinge. Das heißt jetzt, ich muss, glaube ich, jetzt hier Biosensoren in Atlantis sammeln. Ja, das ist der Plan. Das machen wir jetzt auch direkt. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal da, wo der erste gelbe Punkt leuchtet. Und das ist jetzt prinzipiell einfach erstmal da. Schwebebahn hin oder was auch immer das für ein Ding ist und gehen komische Biosensoren suchen. Also das letzte Spacer-Schiff, merke aber, dass mein Tank ein leckert. Ich sitze fest und landen kann ich nur auf... Moment, du meinst doch nicht etwa... Tulliman 2, der Himmel für Terrormorphs. Ich lande, schnapp mir meine stärkste Wumme und wandere los. Bullshit. Wäre das wirklich passiert, würdest du nicht hier stehen. Ehrlich? Das scheint ein kleiner Aufschneider zu sein. Was natürlich nicht heißt, dass ich ihm unterstellen will, dass er es nicht gemacht hat, aber anscheinend scheint Terrormorphs hier so ein richtiger Kravenzmann zu sein. Ich habe tolle Neuigkeiten. Wir erwarten ein Baby. Wirklich? Dauert noch eine Weile, aber wir schauen uns schon nach Kinderbetten um. Das ist ja prima. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde gut oder böse geboren. Man macht täglich einen Schritt in Eier. Moment mal. Hä? Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Moment mal. Ich suche nach Biosensor, nicht nach Eiern. Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Jetzt muss ich dann... Ja, siehst du mal? Das ist alles... Was mache ich denn hier für einen Quark? Guck mal, hier können wir... Theoretisch kann man hier ein schönes Bild machen. Könnte jetzt meinen... Fotomod rausholen und... Aber keine Lust... Ich gehe jetzt erstmal hier rüber und frage die nach dem Sensor. Aber wenn die den verkauft hat, ne, dann will die den bestimmt auch nicht einfach so abgeben. Aber gucken kann man ja mal. Hier, da ist sie. Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Na, gib mir den Sensor. Willkommen, UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Du hast neulich einem Jungen ein Ei abgekauft. Das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das ist ein wichtiges wissenschaftliches Gerät. Sehr wichtig sogar. Oh, wirklich? Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe. Plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. Komm her. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Nein, warten finde ich blöde. Deshalb gehe ich wieder. Guck an. Komm ich nicht hin. Stecke fest. Ich brauche diese Daten unbedingt. Ja, ich habe doch auch alle Sensoren. Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay. Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Mhm. Schön hier. Und noch ein.
einen Moment. Ja, wir warten einen ziemlich langen Moment. Mhm. Es funktioniert, oder? Woher soll ich denn das wissen? Da. Was bin ich erleichtert. Also, mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Gut, dass deine Sorgen begründet waren. Ja, es fühlt sich gut an, recht zu haben. Besonders dann, wenn andere versucht haben, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. Ja, das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Warum sitze ich denn jetzt wieder in meinem Flugzeug? Schiffraum-Ding. Moment. Das ist da hinten. Ich speichere vorher mal. Bevor das hier in die Binsen geht. Und ich es wieder verkacke, weil da steht nämlich eine Wache. Also, mehrere. Wer ist denn er? Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, jetzt muss ich mir eine Ausrede einfangen lassen, ne? Ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Komm her, lass mich nicht hier draußen stehen. Ich habe schon genug Zeit verloren. Ganz sicher nicht. Ah. Du hörst nicht zu, ich versuch's nochmal. Ich verstehe dich schon, keine Sorge. Wir finden bestimmt eine Lösung. Schön, dass du meine Situation verstehst. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun, verstanden? Nein, du bist's nicht. Eine Sekunde. Ah. Na gut, mach bitte schnell, ja? Ah. Ist er? Lief doch super. Wie geschmiert. Howdy. Ich will nicht verzweifelt klingen, aber hast du meine Fracht? Hallo, Neue. Klingst du nicht verstanden? Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ich hab deine Fracht. Ich hab ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Das ist korrekt. Keine Sorge, niemand musste dafür sterben. Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Bis bald mal. Wir machen uns mal... Wir landen mal auf Neon und gehen mal gucken, wo da gequatscht werden muss. Nein, ich will keine... Ach, das hier, das war da, wo wir... Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Hier gibt's Medicals. Was kann man da machen? Oh, da kann ich reinrennen. Das ist ja supi. Sprich mit Saburo... Saburo Obibaka? Sieht man das? Hier offensichtlich... Ich würde mal gern wissen, ob ich hier was kaufen kann. Oh mein Gott,
Noch so eine arme Seele. Okay, sag, was passiert ist. War es eine Aurora-Überdosis? Oder vielleicht etwas anderes? Ja, um medizinisches Material zu kaufen. Interessiert niemand. Du darfst dich gerne umsehen, aber ich fürchte, bei uns ist nicht viel zu holen. Das ist ungewöhnlich für eine Firma, die medizinisches Material herstellt. Ich hätte es auch sehr gerne anders. Ich liege im Clinch mit dem derzeitigen Verwalter von Neon. Seine Droge macht die Straßen zu Friedhöfen, aber das scheint ihm egal zu sein. Wir haben uns schon mehrmals gestritten und er versucht einfach nur, mich dazu zu bringen, aufzuhören. Meine Lieferkette ist sein neuester Angriffspunkt. Bayou hat die Stadt eindeutig im Würgegriff. Dann weißt du, womit ich es zu tun habe. Mittlerweile bitte ich jeden mit einem außerhalb des Voli-Systems registrierten Schiff, mir medizinisches Material zu bringen. Natürlich bezahle ich dafür. Aber das ist die einzige Möglichkeit, sie an Bayous Leuten im Raumhafen vorbeizubringen. Also, falls ich noch was für dich tun kann, irgendwas, dann sag einfach Bescheid. Ich könnte dir bei deinem Versorgungsproblem helfen. Das wäre sehr hilfreich. Es ist eine Erleichterung, jemanden zu kennen, der sich zur Abwechslung auch mal um andere kümmert. Oh, und natürlich bezahle ich dich auch direkt für das Material. Das ist die einzige Möglichkeit, es an Bayous Leuten im Raumhafen vorbeizubringen. Es ist lächerlich, dass du Material schmuggeln musst. Anders geht es einfach nicht. Die Leute brauchen meine Hilfe. Wie auch immer, ich habe einen Kontakt in der Klinik im Narion-System. Abby Edding, eine der Pflegerinnen, sie wird dir helfen. Vielen Dank, dass du das machst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du den armen Leuten in Abside damit hilfst. So, jetzt muss ich hier erstmal zur Neon Security rein. Und dann quatsche ich hier mit. Nein, nein, nein. Hey, warst du dabei, als diese Security-Schweine mich geholt haben? Bitte, hab ein Herz. Du musst mir helfen. Worum geht es? Danke. Oh Gott. Ich muss zugeben, dass ich halb ausflippe. Ich habe meinen Job verloren, meine Creds. Und wenn ich das mit Yannick Legrand nicht kläre, verliere ich alles. Alles. Yannick erwartet ein Paket. Ein nicht unbedingt legales Paket. Wenn du es ihm bringst, weiß er, dass ich loyal bin. Keine Sorge, Yannick ist stinkreich. Er bezahlt dich. Was soll ich tun? Du rettest mir echt das Leben. Super cool von dir. Meine Kiste steht in Block 02 in Abside. Mein Authentifizierungscode ist Alpha 3 Kilo 4. Sag einfach der Managerin Bescheid. Sie lässt dich dann rein. Das Paket samt Inhalt ist da drin. Bring es einfach zu Yannick. Dann ist dieser verdammte Albtraum endlich vorbei. Was ich brauche hier auf Nesha'o Osmanis Sleepgrade. Wenn du den richtigen Autorisierungscode hast, lasse ich dich überall rein, wo du willst. Vielleicht bedanke ich mich sogar. Du siehst aus, als wüsstest du das zu schätzen. Alpha 3 Kilo 4. Alles klar, okay. Und die Authentifizierung ist grün. Such nach C153. Bevor du gehst, wage ich mal die Vermutung, dass du mehr Geld hast als meine übliche Klientel. Keine Ahnung. Ich schmeiße bald Kisten von säumigen Kunden weg. Vielleicht ist wochenalter Rissbarsch drin. Vielleicht bei Lamos von Miguel Rafael. Das Original. Glückssache. Ja, komm her, das mache ich mal. Klasse. Einheit C203 ist auf dich geschlüsselt. Viel Glück. Oha, warte mal. Was? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist Klopapier drin. Ein Bett. Nimm dich in Acht. Nicht jeder, der in unseren Sleep Crates wohnt, ist seriös. Wo ist denn der... Wo ist denn jetzt die... Moment mal. Da ist da hinten, komme ich hier... Oh, Moment, hier kann man noch hier rum...
Ah. Ja, Moment mal, jetzt habe ich ja das Ding gekauft da. Das ist ja jetzt ein bisschen traurig. Ich habe hier was gekauft und da ist gar nichts drin. Ja, wie soll denn der Quatsch? Eine Kaffeetasse, Alter. Leute, ich hab für Scheißhauspapier bezahlt. Nee, da bin ich unzufrieden. Ich habe eine Beschwerde. Ich geh jetzt hier rein. Ach, guck an. Da hinten steht ein Typ. Das ist Yannick. Ja. Brauchst du was? Oh. Wenn du Blend willst. Heute Nacht ist eine neue Lieferung reingekommen. Kein Blend. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Okay, wie du willst. Aber du weißt ja nicht, was dir entgeht. Pass auf, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Also, wenn du dich bitte beeilen würdest, wäre das toll. Er ist ja freundlich. Sobald sich rumspricht, dass wieder Blend da ist, gibt es einen Massenansturm. Nessa schickt mich, um mit dir zu reden. Ja, klar. Du gehörst zu Nesha. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Fast wie Zwillinge. Ich weiß, dass er einkassiert wurde. Wenn du also Undercover Security bist und Schutzgeld willst, vergiss es. Yannick lässt sich nicht veräppeln. Ich soll dir das geben und dass er loyal ist. Oh, wirklich? Faszinierend. Nesha hat also geliefert. Vielleicht ist er doch nicht so ein Loser. Ach, was rede ich? Er ist ein kleiner Fisch. Aber wenn die Konzerne alle guten Fische verschlingen, bleiben eben nur noch winzige Fischlein übrig. Nimm die Creds. Ich bin weithin für meine Großzügigkeit bekannt. Escher hatte wirklich Angst, dass du ihn fertig machst. Sei nett zu ihm. Ja, ja. Er ist loyal. Loyalität wird belohnt. Du siehst richtig talentiert aus. Und niemand kennt dich. Ja. Du hast den unvergleichlichen Schöpfer von Yannicks Blend vor dir. Blend ist stark. Blend ist gut. Und Blend haut richtig rein. Dass er reinhaut, ist das Problem. Aber bist du vielleicht die Lösung? Ich könnte das Ganze sauberer und besser aufziehen. Was soll das sein, Blend? Yannicks berühmte Kreation. Ja, in der Astral Lounge gibt es Aurora. Aber die Lounge ist für die Bonzen in schicken Anzügen. Blend ist für die Kistenratten und Nachtfischer. Für die Ungewaschenen. Harter Alkohol mit Kick. Und der Kick ist Aurora, okay? Das munkeln alle. Und es stimmt. Du bietest mir einfach so einen Job? Ich bitte einen Haken, einen großen. Ah, klug noch dazu. Gefällt mir. Für Blend braucht man Aurora. Eine böse, böse Droge. Außerhalb der Astral Lounge. Komplett illegal. Und außerplanetar noch illegaler. Wenn die Ranger dich mit Aurora auf dem Schiff erwischen, Junge, dann fährst du lange ein. Und wenn der große Benjamin Bayou herausfindet, dass du es auf der Straße verkaufst, noch schlimmer. Aber bisher war ich zu klug für sie alle. Und zusammen können wir weiter Unmengen an Credits verdienen und gleichzeitig den großen Bayou zum Narren halten. Was weißt du über Benjamin Bayou? Der Mann glaubt, ihm gehört ganz Neon. Er glaubt, er spielt allein. Aber er ist sich zu fein, um in die Gosse zu sehen. Zu den echten Menschen. Also kann Yannick sein eigenes Reich aufbauen. Scheiß auf Bayou. Ha. Ja, bis später dann. Gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf.
Zu viel des Guten. Kraft jenseits Geheimnisse der Erde. Fraktionen, sonstige. Zu viel, begibt dich zur Straut, offene Fragen. Ah, okay. Mit dem muss ich wohl noch weiter reden. Das ist ja beschissen. Das will ich nicht. Ich habe keinen Bock, mit denen irgendwas zu schmuggeln. Null Interesse. Null. So gar keins. Kundschaft. Gib ruhig deine Credits aus. Oder verschwinde. Deine Entscheidung. Du siehst richtig. Du hast den unvergleichlichen. Das er reiner. Du bietest mir einen Job an, einfach so? Unseren guten Freund Nesher. Du bist effektiv. Und ich habe so ein Gefühl bei dir. Und ich muss schnell sein, bevor alles den Bach runtergeht. Ach, mein Gott, jetzt bin ich ja noch interessiert. Hervorragend. Für Blend braucht man Aurora. Eine böse, böse. Alles illegal. Ranger dich mit. Ja. Und wenn der große Ben. Noch schlimmer. War klug. Ja. Ich hatte keine Ahnung, worin du verwickelt bist. Jetzt schon. Also, ich habe einen Vorschlag. Nesha ist jetzt wertlos für mich. Loyal, ja. Aber er wird ab jetzt beobachtet. Wertlos. Und mein anderer Mitarbeiter, Felix Sadler, lässt Nesha wie ein Genie aussehen. Es wird Zeit, dass Felix Sadler Urlaub macht. Dauerhaft. Außerplanetar. Oder vielleicht fällt er auf tragische Weise ins Meer. Mir egal in welches. Aber kümmere dich drum. Und du bist für Yannick sehr wertvoll. Dein folgender Plan wird dich umbringen. Kein Interesse. Ohne Risiko kommt man im Leben nicht voran. Felix ist in einem Lagerhaus. In Epside. Das Angebot steht. Denk an die vielen einsamen Credits, die dich kennenlernen wollen. Ja? Wir sehen uns. Och, jetzt muss ich den doch aufsuchen. Ich will nicht. Ah, Leute. Warum können die nicht einfach mal auf das hören, was ich sage? Wenn ich sage, nee, dann nee. Jetzt muss ich diesen Typen mal noch in die Ecke bringen. Ach, guck an. Das kam mir jetzt ganz und gar überraschend. Ich. Ah, das kann gut sein. Wie ist denn dieser Felix? Moment, der ist bestimmt hier oben, ne? Ich lad mal nach, sicher, sicher. Du warst unglaublich! Hast du dich gesehen? Die Freaks vom Sioka-Syndikat hatten keine Chance! Yannick hat geliefert! Der Arsch hat seinen Jungen gerettet. Sag ihm, dass wir dicke sind. Wegen Yannick, er will, dass du aus Nähern verschwindest, für immer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Vom Planeten weg? Einfach packen und weg? Nein, unmöglich. Ohne mich ist Yannick aufgeschmissen. Wir hatten große Pläne. Weißt du was? Scheiß auf Yannick. Hoffentlich knüpft das Syndikat den Drecksack auf. Und auf dich scheiß ich auch. Ja. Verschwinde, damit ich dich nicht töten muss. Kapierst du, dass ich dir das Leben rette? Oh, es ist ja eine solche Ehre, dich zu kennen. Danke, dass du mich von meinem Leben rettest. Verschwinde, damit ich dich nicht töten muss. Ich soll also einfach... Ich meine, nach dem, was du... Okay. Ich gehe ja schon. Sag Yannick, ich werde ihn vermissen. Oder auch nicht. Ah, das ist die... Wow. Ist eine üble Gegend hier. Aha. Gut gemeinter Rat. Geh zurück zur Bayou Plaza, bevor die Disciples dich kriegen. Aha. Ich komme schon klar. Hey, ist dein Leben, das du riskierst? Der Distrikt geht vor die Hunde.
Wir Kistenratten dachten früher, die Abside-Strikers wären schlimm mit den ganzen Überfällen und Erpressungen. Aber jetzt, wo die weg sind, jetzt wünsche ich mir fast, sie würden nicht mehr bei Madame Sauvage rumsitzen. Es wird immer schlimmer. Vielleicht checke ich diese Typen mal aus. Naja, du findest sie bei Madame Sauvage. Sie halten immer Castings ab, wie sie das nennen. Suchen nach neuen Leuten. Hey, wie wär's zum Dank mit einer kleinen Spende? Könnte mir das Leben retten. Hab ein Herz, komm. Ich hab's schwer genug. Da hast du einen Taui. Danke. Aber ehrlich, geh zurück zur Plaza. Hier gibt's nur Elend, Leid und Not. Felix ist weg. Mal wieder so ein mieser Tag in Neon, was? Hat kein Scheiß. Hast du dich schon um Felix gekümmert? Hat sicher Spaß gemacht. Er ist so gut wie verschwunden. Du lieferst. Genau wie ich. Aber hoffentlich nicht zu sehr wie ich. Also, neuer Businessplan. Ich bin der Boss. Du bist mein fähiger und gut bezahlter Lakai. Einverstanden? Nein. Yannick's Blend geht zur Neige. Bald gibt es zornige Kunden. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Wir brauchen Aurora. Und dafür gibt's nur eine Quelle. Xenofresh Fisheries. Nesha hat dort gearbeitet und hatte einen geheimen Lieferanten. Nicht einmal ich kenne ihn. Sein guter Freund. Keine Ahnung, wie ich sonst den Kontakt finden soll. Nesha klang so, als würde er gute Arbeit leisten. Vielleicht. Unwichtig. Also musst du das Bruttosozialprodukt steigern und einen Job bei Xenofresh annehmen. Hier ist ein exzellenter und höchst offizieller Ausweis. Und du heißt jetzt Riley Czerniszewski. Freut mich, Riley. Du bewirbst dich für einen Job in der Produktion. Sie erwarten Chemiekenntnisse. Du weißt, wie man Amp herstellt, oder? Nein. Simples Rezept. Ich habe keine Ahnung, wie man Amp herstellt. Analysiere die hier an der Forschungsstation da drüben. Den Rest kriegst du sicher alleine hin. Du musst also deinen besten Anzug anziehen, Riley, und überzeugen. Neshas Kontakt sollte nach jemandem wie dir suchen. Also finde ihn. Dann sichern wir uns mehr Aurora und die Creds schneien rein. Können wir das da irgendwie, Und jetzt... Und dann hier. Willkommen bei ich möchte mich für einen Job bewerben. Dann bist du hier genau richtig. Xenofresh ist immer auf der Suche nach neuen Leuten für unsere Familie. Der Bewerbungsautomat ist da drüben. Aber du kannst mir gerne Fragen stellen. Die Arbeit für Chemiko. Leute mit guten Kenntnissen in der Chemie sind hier sehr gefragt. Gut. Du solltest dir dringend den Bewerbungsautomaten ansehen. War nett, mit dir zu reden. Riley. Oh Gott, ist das Czerniszewski? Cherry? Tut mir sehr leid. Alles gut. Aurora möchte ein Vorstellungsgespräch mit dir führen. Sie ist in der Unterstadt in der Produktionsfabrik. Sie erwartet dich. Dann werde ich mal zu ihr gehen. Schönen Tag noch. Himmel, Herrgott, es ist doch traurig. Was wollte ich? Nur mit dem Gefangenen quatschen. Genau. Und jetzt bin ich kurz davor, ein Drogenkurier zu werden. Was ist das denn? Ist das ein Tier? Das ist ja ekelhaft. Ich bin angewidert. Du hast doch für dieses Quartal ein Plus von 30% versprochen, Libby. Und meine Empfehlung einfach ignoriert. Die übrigens aktenkundig ist. Mr. Bayou erwartet, dass das Event reibungslos abläuft. Er ganz persönlich.
Aus nichts kann ich nichts machen. Hier unten zerfällt alles komplett. Mein Budget muss genehmigt werden. Sofort. Hallo? Hallo? Ach! Du hast dich neu beworben? Riley? Du hast einen Uni-Abschluss. Der ist hier bei uns nicht wichtig. Du kennst dich mit Chemie aus und scheinst zu leben und zu atmen. Scheiße, du hast den Job. Ach, super. Ja, ich kann sofort anfangen, brauch Credits. Die Bezahlung ist besser als irgendwo sonst. Wenn du durchhältst. Hier, zieh das an. Und dann ab an die Arbeit. Unter der Verwendung der richtigen Zutaten kannst du jetzt nicht verarbeitetes Aurora herstellen. Das Rezept kannst du im pharmazeutischen Labor einsehen. Na supi. Was ist denn jetzt mein Auftrag, Leute? Ziehe den Schutzanzug an. Ah, nee, Kräfte waren es nicht. Ich wollte ins Inventar. Anzüge. Komm mit. Dann sehen wir mal, wie vielseitig und kompetent du bist. Den Schutzanzug trägst du jede einzelne Sekunde, klar? Zu deiner eigenen Sicherheit. Ich will nicht, dass noch mehr Leute tot umfallen, weil sie keine Anweisungen befolgen können. Hier arbeitest du, nur hier, in der Produktion. Du stellst nur das her, was du aufgetragen kriegst. Du kriegst dein Geld und verschwindest wieder dahin, wo du herkommst. Du stellst keine Fragen, befolgst nur Anweisungen. Du bist ein winziges Zahnrad im Xenofresh-Getriebe. Geredet wird nur in der Pause. So, da ist das Fließband. Der Job ist simpel. Der Trichter spuckt Zutaten aus. Der Computer sagt dir, was du herstellen sollst. Du nimmst dir die Zutaten. Wir wissen aufs Milligramm genau, was nötig ist. Das nimmst du. Nicht mehr, nicht weniger. Klingt recht simpel. Sollte man meinen, oder? Genauso wichtig, Tempo. Wir haben eine Quote. Der Timer startet, sobald der Auftrag auf dem Bildschirm ist. Also stell das Präparat her und leg es in den anderen Trichter. Wenn du schneller bist und Mitarbeiter des Monats wirst, kriegst du einen Bonus, vielleicht irgendwann eine Beförderung und eigene Kistenratten. Wenn du zu langsam bist, sei es einfach nicht. Fragen? Ich freue mich schon auf den Bonus. Wenn deine Finger so schnell sind wie dein Mundwerk, kommst du klar. Wir verstehen uns, oder? Du darfst einmal mit Stützrädern üben, ohne Zeitlimit, um das System kennenzulernen. Danach tickt die Uhr. Erledige die Schicht. Wenn du es gut machst, darfst du vielleicht wiederkommen. Danach kannst du in den Pausenraum. Okay. Was muss ich machen? Trainingsprogramm beginnt. Stelle eine Charge Schlangenöl her. Kein Zeitlimit. Weiß ich, was ich dafür brauche? Ich nehme einfach alles. Aurora an den Herstellungstrichter. Kann das warten? Ich muss erst noch den Fischgeruch aus den Kleidern waschen. Ach. Und jetzt? Moment, ich muss doch bestimmt erst. Ich hab kein Öl. Zeit.
unterdurch. Du kannst in den Pausenraum oder nach Hause. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll. Okay, dann setze ich mich halt. Für diese ganze Sauerei müsste ich eigentlich viel mehr kriegen. Ich warte mal eine Stunde. Unglaublich, dass sich ein Arbeiter am Rissbachspann verletzt hat. Und du? Feierabend. Jetzt hole ich mir bei Le Grand einen Blend. Wenn es nochmal eine Tube Troll zum Mittagessen gibt, kotze ich. Wenn ich in der Nähe von Aurora arbeite, kriege ich Halluzinationen. Valentina soll sich mal locker machen. Was für eine Nervensäge. Willkommen am Fließband. Hoffe, du stehst drauf, dass jede Bewegung für die Silizium-Nachwelt aufgezeichnet wird. Die gute alte Paranoia der Konzerne. Heute ist mein erster Tag, ich freue mich auf neue Bekanntschaften. Ja, wir müssen zusammenhalten. Apropos Security. Oh nein, Stromausfall? Zum Glück sind die blöden Dinger sowieso die meiste Zeit kaputt. Kennst du Nesha? Der Arme wurde von der Security einkassiert. Und du bist Neshas Kontakt? Bingo. Ich bin noch frei, also hat Nesha mich nicht an die Security verpfiffen. Ich wusste, dass seine Bosse einen Ersatz schicken würden. Sind wir wieder im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Scheiße, das hätte Nesha mir sagen sollen. Ich stecke zu tief drin, um auszusteigen. Ich sage dir, wo die Ware ist. Du musst sie nur holen und... Keine Ahnung, was ihr damit macht. Wenn du mehr brauchst, arbeite einfach eine Schicht und komm zu mir in den Pausenraum. Dann gebe ich dir neue Koordinaten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. So, hier geht's los. Zurück. Niemand... Moment. Der Boss erwartet dich. Geh rein. Was ist da mit ihm? Ach, gut. Guck an. Jetzt sind alle Beteiligten anwesend. Yannick. Dachtest du, du kannst in meiner Stadt ohne mein Wissen Aurora verwenden? Ein neues Blutbad in Epside ist nicht gut für den Tourismus. Aber manchmal muss eben Blut fließen. Und du bist dann wohl der jämmerliche Kopf dieser Bande. Was habe ich davon, wenn ich einen von euch oder beide am Leben lasse? Yannick ist ein Trottel, er hat sich das selbst zuzuschreiben. Sogar deine eigenen Leute finden, ich würde Neon einen Gefallen tun. Deine Lounge deckt das Luxussegment ab, Mr. Bayou. Aber es gibt noch so viele andere Credits, die eingesackt werden wollen. Red weiter. Wir verwenden eine Prise Aurora, um Blend herzustellen. Und Blend kann jeder bezahlen. Bitte, sag es ihm. Ja, sag's mir. Das ist Yannicks Show, nicht meine. Ist notiert. Du hast also ein Monopol auf einem Schwellenmarkt. Fast könnte man denken, du hast Geschäftssinn. Yannick hat gerade erst angefangen. Die Credits fließen und... Moment. Hast du dich gerade Yannick genannt? Ernsthaft? Fresse. Der Hase läuft so. Du darfst weiter Aurora aus der Fishery schmuggeln. Du stellst deinen Blend her und verkaufst das überschüssige Aurora auf der Straße. Aber ich kassiere 20% von deinem Gewinn. Weil ich dich ertrage. Das war's. Yannick, fang an, mir Kohle zu verdienen. Ich jetzt raus? Oh, nein, natürlich nicht. Du brauchst wohl einen Drink. Aber wer braucht den nicht? Oh, Yannicks Herz schlägt immer noch so schnell.
Mr. Bayo ist beeindruckend. Alles okay? Wir verstehen uns noch, oder? Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich mache dir keine Vorwürfe, aber bitte. Unser Gewinn schrumpft, ja, aber wir müssen keine Angst mehr haben, erwischt zu werden. Also, business as usual, hä? Du arbeitest eine Schicht bei Xenofresh und dein Kontakt sagt dir, wo das Aurora ist. Du gehst hin, holst es ganz entspannt und gemütlich ab und bringst es mir. Kein Zeitdruck. Wann du willst. Mach ruhig erstmal Pause. Das ist nichts für mich. Aber jetzt ist alles sicher. Schnelle Credits? Denk nochmal nach. Ja? Also, die Arbeit ruft. Riley, oder? Ja, Riley. Gab immer eine EP, ne? Das ist ja schon ein bisschen süß. Herstellung abgeschlossen. Ich arbeite schon seit Jahren bei Xeno. Herstellung. Ich habe erst einmal gesehen. Eine Charge. Eine Minute ab. Aufseherin Huboff hat ihre eigenen Augen. Wo war die jetzt laufen? Abgeschlossen. Von mir hast du das nicht gehört. Schicht beendet. Das lange Studium hat sich echt ausgezahlt. Diese Rissbarschuppen sind überall. Neulich war eine... Wann kann ich denn... Achso, wahrscheinlich nicht im Sitzen. Oder nicht von der Seite. Oder. Wenn der da sitzt... Hey, Riley. Vielleicht findest du da drüben was Gutes. Zum Beispiel Rissbarsch-Tacos. Vielleicht sehe ich es mir mal an. Gerne jederzeit wieder. Bis dann. Aber naja, wir werden das schon sehen. Oh ne, jetzt ist hier irgendwie voll. Wohl einen Drink. Ah, wunderbar. Nee. Der perfekte Partner. Wenn wir so weitermachen, leben wir beide im Überfluss. Yannick kriegt nie genug. Unsere Kunden sind so heiß darauf. Ja, jetzt Aurora herstellen.